schönen guten Abend. Das passt jetzt ganz gut. Ja, ich komme aus der Nähe von Bremen. Worpswede sagt euch vielleicht was. Ja, da ist ziemlich viel Moor und es gab dort und gibt dort immer noch diese Künstlerkolonie. Und ich habe einen Text geschrieben über Paula Modersohn-Becker, die dort Künstlerin war, aber auch immer gerne nach Paris gereist ist, weil sie es da anscheinend nicht mehr ausgehalten hat und ich halte es da auch oft nicht aus und habe mich dann einfach mal damit auseinandergesetzt, warum uns das so ankotzt. Außerdem habe ich auch ein bisschen ans Ruhrgebiet gedacht, aber das ist nur nebenbei. Der Text heißt Teufelsmoor. Teufelsmoor. Ich kenne diesen Ort, diese triste, dunkel, feuchte, durch Jahrtausende Jahre gepresste Erdschicht, die sich an nebligen Tagen als Torftau an die Fensterscheiben klebt. Ich bin gewöhnt an diese Stille. Als hätte ich mir eine Windel in den Gehörgang gestopft. An manchen Tagen singen die Vögel gar nicht. Dieser erdrückende graue Horizontdeckel, von unten schlammiger Grund. Wie soll ich hier reinpassen? Ich bin der einzige ausgedachte Farbbeutel an einer imaginären Hauswand. Eine Hauswand neben einer anderen Hauswand und davor und dahinter ein Dächermeer. Kupferbeschlag ist Gischt, auf den sich die Wellen aufbauenden Wolkenkratzern. Manchmal sehne ich mich einfach nur nach einem Kiosk, einer nach Kotze stinkenden U-Bahn. Überhaupt Menschen. Dieses Moor ist wie eine Stadt aus Ocker, Beige und Khaki. Irgendwo ich im roten Mantel. Die lila Schal wie wärmende Arme zweimal um meinen Hals geschlungen. Meine Arme wie einen Gürtel um meine Körpermitte gezurrt. Wenn das hier ein Land wäre, ich müsste außerhalb Asyl beantragen. Ich kann hier nicht atmen. Bekomme kaum Luft, obwohl hier alles voll davon ist. Bekomme keinen klaren Gedanken. Alles ist so verdammt natürlich. Der einzige geistige Input besteht aus Matsch, Kondenswasser und Bäumen. Der einzige geistige Output sind meine Masturbationsfantasien. Wenn ich so drüber nachdenke, Einsamkeit ist eigentlich nicht das Problem, ist eher so die Landschaft. Wow, hier ist es so idyllisch. Wow, dieses Licht umspielt mein Teint, Hashtag no filter. Wow, was für eine Kulisse. Ja, was für eine Kulisse. In Scheißefarben. Da hilft auch kein Bearbeiten, kein Küchensieb, keine Kläranlage. Wenn das hier eine Stadt wäre, bitte einmal komplett Abriss. Das ist ja kaum zu ertragen. Kultur ist ein sich stetig veränderndes Netz von Bedeutung zwischen Menschen. Ich hab zwischen den sich häutenden Birken eine Slackline als Ersatz gespannt. Aber ein Baum ist keine Person. Auch nicht, wenn ich ihn Else nenne. Und ein Balancierband hebt mir da meine Laune noch mein Gleichgewicht. Ich bin so gleichgültig. Ist gelogen. Ich bin aggressiv. Ich weiß auch nicht, wieso. Klar weiß ich, wieso. Ich hasse diesen Ort. Ich verliere außerdem meinen Verstand. Dagegen hilft Selbstgebrannter, sagen die Nachbarn. Dagegen hilft Umziehen. Aber nicht den Mantel, sondern eher so weg. Dieser waschbetongleiche Grauton. Diese Bibliotheksmentalität von Flora und Fauna in einer Biedermeier-Schrankwand aus Natur. Ich trinke dagegen an. Mal ein bisschen Zellen crashen, mal ein bisschen nackt knöcheltief im Moor Schnaps kippen, danach in Wolldecken gehüllt ausnüchtern. Erkenntnis, wer gegen die Realität trinkt, hat wenigstens einen Grund. Inmitten von Hochhaushainen, umgeben von Torftürmen, den Blick in die Ferne gerichtet. Ein Mosaik aus, eine Palette aus allen Farben. Ja, von Weitem betrachtet ist das einfach braun. Ich kann hier nichts ordnen. Ich gehe im Chaos langsam unter. Ich könnte schätzungsweise langsam suizidgefährdet sein. Ich könnte ein Bild malen von einer verwesenden Blume. Ich könnte ein Gedicht schreiben und all die schmutzigen Wörter benutzen, die mir beim Anblick dieser Gegend in den Kopf kommen. Ah ja,
Mache ich ja gerade. Aber Sie wissen ja, ich habe mir mein Gehirn ein bisschen kaputt getrunken. Ich muss mich ja an irgendwas berauschen. Meine Umgebung ist doch so anlasslos. Diese Kloake. Die Nachbarn sind allesamt vollkommen irre. Die finden es hier so inspirierend, denn diese Einöde ließ sie ihren kreativen Gedanken freien Lauf. Sie könnten sich hier jetzt mal so richtig entfalten. Es ist ja auch einfach mal abzuschalten, wenn sonst so viel los war. Bei mir ist, war und wird nichts los sein, denn ich bin ja hier. Ich kann ja nicht einfach so weg. Wie soll das gehen? Ich habe eigentlich kein Geld und eigentlich habe ich auch zu viel Angst. Mein Herz gleicht einem Acker. Der von Wildschweinen durchflügte Boden. Sturzregen. Ich stehe auf wie Setzlinge im Zeitraffer. Ich breche meinen Horizont auf wie Sonnenstrahlen. Sehe Tonnen von Samen, als ich durchs Gestrüpp stolpere. Am liebsten würde ich sehr weit laufen. Aber ich schaff's nur bis zu den Nachbarn. Bis zum nächsten Hof. Ich trau mich eben nicht alles. Erkenntnis? Wer aus Gründen trinkt, hat wenigstens eine verdrängenswerte Realität. Der Selbstgebrannte der Nachbarn hilft. Wenn ich nur irgendwo her, wenn vielleicht ein Erbe oder ein Gewinn ins Haus stünde, dann würde ich es vielleicht versuchen. Den Mantel, ein Koffer, na lieber zwei Koffer, ein Zugticket, ein Ziel. Dann könnte ich irgendwann zurückkommen und vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal zurück. Diese triste, dunkelfeuchte, durch Jahrtausende Jahre gepresste Erdschicht, die sich an nebligen Tagen als Torftau an die Fensterscheiben klebt, die könnte ich dann malen. Dankeschön. Bente Fahlemann, meine Damen und Herren.